Denn nur gemeinsam sind wir stark, nur gemeinsam können wir das schaffen, dieses Regime zum Einsturz zu bringen, und das ist dringend nötig. Ja, lieber Heinrich, für unsere Zuschauer, die dich im erstaunlichen Falle noch nicht kennen sollten, magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Heinrich Fichtner, ich bin Arzt. Hier übrigens hatte ich hier meine Praxis. Da oben hatte ich meine Praxis 16 Jahre lang, da oben im ersten Stock, oberhalb von McDonald's, als niedergelassener Onkologe. Ja. Und bin jetzt in eigener Praxis in Stuttgart-Vaihingen am Schillerplatz. Und ich bin auch Politiker. Ich bin noch diesen Monat Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Und ich gehe mal davon aus, dass ich in gewisser Weise Geschichte geschrieben habe als der Abgeordnete mit den meisten Ordnungsrufen. Wenn ich richtig gezählt habe, 33 von 45 Ordnungsrufe gehen an mich, davon 4 in der letzten Plenarsitzung. Zweimal von der Polizei aus dem Plenarsaal entfernt, einmal sogar mit unmittelbarer Polizeigewalt. Man hat mich rausgetragen. Ein Ereignis, das es in 150 Jahren Parlament, deutscher Parlamentsgeschichte meiner Kenntnis nach, nie gegeben hat. Also ein Skandal erster Güte, der aber für den Verfall rechtsstaatlicher und demokratischer Strukturen in der heutigen Zeit spricht. Ja, und ich bin jetzt hier in meiner Heimatstadt Stuttgart, wobei ich genau sagen muss, Stuttgart bei Cannstatt. Ich bin in Cannstatt geboren worden. Und wir sind gerade auf dem Weg zu einer erneuten Demonstration gegen die Diktatur für die Freiheit. Und wir gehen gemeinsam zum Marienplatz, wo der Aufmarsch beginnt. Das ist eine sogenannte Querdenker-Demo, die Querdenker-Bewegung, und unter Michael Ballweg, ich will es mal so formulieren, dezidiert, hat ja sehr vieles bewegt und viele Demonstrationen auf die Straße gebracht, was den Bürgern eines mindestens mal zeigen konnte: Wir sind nicht allein. Wir stehen nicht alleine da mit unseren Sorgen, die wir an den Maßnahmen der Regierung, der Regierenden zunehmend verzweifeln oder zornig werden auch. Ich werde zornig, wenn hier Grundlegendes einfach in Frage gestellt und bestritten wird. Grundrechte sind deswegen Grundrechte, weil man sie eben nicht in Frage stellen kann. So, und das ist das der Verdienst dieser Bewegung, Menschen zu zeigen, es sind noch andere da. Und wir brauchen einander. Wenn ich höre, verbissen Sie sich einfach. Anmaßung. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Noch so ein Covid-Idiot hier. Wunderbar. Ja, genau. Lassen Sie sich doch impfen. Ja, unterwerfen Sie sich der Diktatur. Solche Leute wie Sie haben ein NS-System erst überhaupt möglich gemacht. Das sind die echten Nazis hier. Sie sind der richtige Blockwart. Sie sind ein Wächter in einem Konzentrationslager. Typen wie Sie, die braucht man in Diktaturen. Jawohl. Ich sag noch mal, dass das ein journalistischer Beitrag ist, der zum Ziel hat, das Versammlungsgeschehen heute in Stuttgart, was bundesweit für Aufmerksamkeit sorgt, zeitgeschichtlich zu dokumentieren. Und dass ich als Kanalbetreiber Martin Lejeune mir natürlich nicht jede einzelne Äußerung zwangsläufig zu eigen mache. Ne? Ja. Disclaimer. Genau. Disclaimer. Ich mache mir auch die Äußerung dieses Nazis nicht zu eigen. Also genau. Das muss ich auch sagen. Und nochmal zu meiner Rolle. Ich richte mich nach dem Pressegesetz des Landes Berlin, in dem ich meinen Sitz habe, nach dem Pressegesetz des Landes Baden-Württemberg, in dem ich diese Aufnahmen anfertige. Ich richte mich nach dem Medienstaatsvertrag und nach dem Pressekodex und nach dem Telemediengesetz, und ich respektiere die Richtlinien von YouTube, wo wir gerade diesen Livestream senden. Und das ist einfach ein journalistischer Beitrag, der einfach zeigen will, wer hier demonstriert und warum. Genau. Warum, genau. Und das ist zeitgeschichtlich relevant, und das werde ich zur Not auch gerichtlich durchfechten, bis in die letzte Instanz. Und wir kämpfen sogar für solche Idioten wie den da. Das muss ich mal sagen. Unser Kämpfen und Ringen geht um die Freiheit. Und wenn die Freiheit perdu ist, werden solche Idioten auch nicht mehr auf der Straße sein können. Das ist den Leuten aber gar nicht klar. Sie meinen, uns bekämpfen zu müssen, weil, warum eigentlich? Das können sie wahrscheinlich selber gar nicht wirklich erklären. Aber sie tun es einfach, weil sie in dem Mainstream, in diesem Strom des Verderbens, diesem Lemmingstrom hin zur Klippe, einfach mitlaufen. Weil sie von der Tagesschau, von Klaus Kleber, von Anne Will und wie diese Gestalten alle heißen, wie diese RattenfängerInnen sich da so deklarieren, da laufen sie halt mit.
Und denn gegen den Strom zu schwimmen, war schon immer anstrengend und schon immer ambitioniert und schon immer sehr, sehr mühsam. Wir tun das für die Freiheit unseres Volkes, für die Freiheit der Völker insgesamt, für das Recht. Und heute, wir haben ja jetzt Kar-Samstag, da morgen ist Ostersonntag, wo wir der Auferstehung Jesu Christi gedenken, wo sich dann das Himmelreich offenbart und ein ewiges Recht sich entfalten kann. Soweit wollen, können wir es hier nicht machen, aber wir beten ja immer, dass der Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Möge es hier der Fall sein, mögen wir auch eine entsprechende Demut entwickeln gegenüber dem Allmächtigen, dass uns seine Hilfe auch wieder zuteil werden wird in dieser arg bedrängenden Zeit. Und mögen auch die Kirchen endlich aufwachen aus ihrer servilen Unterwerfung unter ein Regime, das sogar Ostergottesdienste unmöglich macht. Das ist eigentlich ein Skandal, ein Jahrhundertskandal. Man kann es gar nicht anders formulieren. Die Kirchen machen bei diesem Spiel, auch bei dem Vermummungsmummenschanz, mit. Und es gibt von offizieller Seite, zumindest meiner Wahrnehmung nach, keinerlei Widerstand, wenn man mal von einem Herrn Vigano zum Beispiel absieht. Aber es ist ein Armutszeugnis und es betrifft die römische Kirche mit dem Apostaten Franziskus an der Spitze, aber auch die evangelischen Kirchen, die in diesem Politspiegel praktisch ungehemmt mitmachen und es letztlich auch mittragen. Ein Gottesdienst mit Maske und Abstand und ohne Lieder könnt ihr knicken. Und ich fordere die Gläubigen auf, das ist ein christlicher Widerstand. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Reißt die Maske runter, erhebt eure Stimme zum Lobe Gottes. Amen. Wie gesagt, als Kanalbetreiber mache ich mir nicht jede Äußerung zu eigen. Und ich möchte aber auf eine Sache hinweisen, dass Osterfest ist das wichtigste Fest im Christentum, nicht Weihnachten. Und ein Freund von mir, der war Botschafter der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen, den zitiere ich jetzt mal. Das ist ein Zitat. Selbst die Nazis haben die Gottesdienste nicht verboten. Ein Zitat. Unglaublich, unglaublich. Ein Zitat von einem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland. Und das sehen wir hier. Ein bekennender Christ und praktizierender Christ, dem es verwehrt blieb, an Ostern in die Kirche zu gehen. Und das sehen wir, wo wir hier gelandet sind. Ich habe ja die Frage immer wieder gestellt, sind wir noch 1928 oder schon 1934? Und ich fürchte, wir sind 1934. Und da, was brauchen wir da? Ein Elsa brauchen wir hier. Was ist denn da? Das Korruptionszentrum, das Verführungszentrum hier oder was? Nee, das ist ein, da muss ich dich korrigieren, das ist ein Corona-Schnelltestzentrum. Ein Corona-Schnelltestzentrum, was für ein Unsinn. Was für ein Unsinn hier. Da hat gerade jemand, du Nazi-Schwein, verpiss dich genannt. Wem dieser Ausspruch gilt, habe ich jetzt nicht nachvollziehen können. Wahrscheinlich dir. Im Zweifel mir. Ich nehme es auf meine Kappe. Du, kaum 5 Minuten in Stuttgart und schon 2-mal übel beleidigt worden. Ja, ne? Ja. Das ist ja wirklich eine hohe Frequenz. Jetzt hat man die Testzentren eingerichtet. Der ist übrigens noch in unserer Ein Riesengeschäft ist das ja. Ein Riesengeschäft. Bei den Masken haben wir ja schon erlebt, dass es hier Profiteure in der Politik gibt. Allerdings, das darf man aussprechen. Ne? Bei den Tests wird sich dies auch noch zeigen. Denn mich kostet zum Beispiel im Einkauf ein SARS-Schnelltest 7 €. Ich mutmaße, dass einige Euro beim Hersteller übrig bleiben. Und bin gespannt, wer hier alles diesen Lobbyismus betrieben hat. Vor allen Dingen den Mengenlobbyismus, so und so viele Tests bei so und so vielen Menschen, regelmäßig in Alters- und Pflegeheimen, in Krankenhäusern, beim Personal, bei den Bewohnern, bei den Besuchern. Das geht ja in die Abermillionen. Und natürlich am Schluss die Impfungen. Wer profitiert denn da und warum wird die Impfung des Professors aus Lübeck nicht umgesetzt? Eine ganz einfache Antikörperimpfung, die man ja, wenn man überhaupt meint, impfen zu müssen, die könnte man ja auch
benutzen. Da sind die Wirkprinzipien schon seit Jahrzehnten bekannt, neben potenzielle Nebenwirkungen auch. Aber der wird ja bekämpft. Stattdessen will man synthetische Drogen, deren Wirksamkeit und Nebenwirkungseffekte man bis zum heutigen Tage nicht wirklich durchschaut, wo es allerdings viele Warnsignale gibt. Allerdings darf ich hier doch nochmal anmerken, dass laut einiger Studien eine Impfung die Schwere des Krankheitsverlaufs von Covid-19 mindern kann. Mindern kann, das die ist Schwere ja die Schwere des Krankheitsverlaufs kann eine Impfung mindern. Also nur zum Hintergrund. Und AstraZeneca ist ja eine Entwicklung der Oxford-Universität und ist non-profitable, non-profit, also nicht kommerziell. Also deswegen besteht ein großer Unterschied zu BioNTech Pfizer. Deswegen ist Ugo mit einer der Reichsten geworden. Ja, BioNTech Pfizer ist wirklich ein krass kommerzielles Produkt, das Entwicklung sogar noch subventioniert wurde von Steuermitteln, von öffentlichen Mitteln. Also, aber AstraZeneca ist non-profit. Inwieweit Oxford wirklich frei ist, das wäre zu hinterfragen. Ja. Ich habe jetzt Hallo. Erkennst du die Leute am Marktstand? Grüß Gott. Dürfen wir filmen? Anni und Martin, ein Porträt über den Abgeordneten Herrn Fichtner. Du bist ja eine Person der Zeitgeschichte. Damit kennt ihr uns gut. Ja. Woher kennt ihr euch? Seit mehreren Jahren schon über letztlich politische Aktivitäten. Mhm. Ja. Grüß Gott, ich darf mich vorstellen, ich bin Martin Lejeune aus Berlin. Aha. Freut mich. Das ist ein Nazi, ein Corona-Leugner. Verpiss dich. Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Ich ja? Genau um den Scheiß davon geschrieben. Kommt oder das? Komm her. Was haben Sie? Komm. Was haben Sie so an frischer Ware, saisonaler Ware? Ich habe so saisonal bedingte Ware, also mehr oder weniger aus Deutschland. Mhm. Und dann noch halt dazu gab, was aus dem Export-Import halt. Die Versorgung mit regionalen Produkten, wird das immer wichtiger? Bei den Verbrauchern ja. Ist immer mehr im Kommen. Also die Leute kauen schon auch saisonal und regional. Es wird immer mehr in Betracht genommen. Und Sie berücksichtigen das auch im Einkauf, regionale Produkte? Ja. Also immer saisonal und dann halt bevorzugte Artikel. Regional. Und woher kennen Sie Heinrich Fichtner, den Abgeordneten des Landtags? Wir haben uns über einen Kumpel kennengelernt. Mhm. Also schon über politische Aktivitäten. Na, danke schön. Bitte. Herr Heinrich, jetzt die dritte übelste Beleidigung, seitdem ich hier angekommen bin vor wenigen Minuten. Das verleidet es einem ein bisschen, ne? So ein kleines Schwätzchen am Marktstand, wenn man sofort als Nazi beschimpft wird, nehme ich an. Ja gut, das ist ja der Standard, denen fällt ja nichts Besseres, diesen Leuten fällt ja nichts Besseres ein. Das ist ja einer, der mit einem linksgrün verseuchten Gedankengut oder Denken wahrscheinlich tiefe Prägung, vielleicht Kindheitstraumata oder irgendwie sowas. Und wähnt sich natürlich im Recht, meint dann deswegen auch mit einem gewissen Gewaltpotenzial auftreten zu können. Das ist ja immer das Gleiche. Und diese Typen sprechen ja dann auch immer von Nazi. Also wenn sie meinen, wenn sie dieses Wort fallen lassen, dass dann der, den sie als Gegner wähnen oder gar als Feind, dann sofort flachgelegt ist, so damit kann man ihn so weit kontaminieren, dass dieser jemand keinen Schnapper mehr tut und letztlich aus jeglichem gesellschaftlichen Diskurs ausgestoßen ist. Es funktioniert nur immer weniger, weil immer klarer wird, dass diejenigen, die wirklich NS-affin unterwegs sind, genau sie selber sind, die sich nicht scheuen, andere zu verunglimpfen, andere niederzumachen, verbal anzugreifen, wie ja geschehen. Oder gar auch körperlich zu attackieren. Wir kennen das von SA in den Auseinandersetzungen der Weimarer Republik. Und die heutigen SA-Truppen, Gewalttruppen, ist ja die Antifa. Deswegen nenne ich sie auch gerne die S-Antifa. Und diese Truppen werden regierungsseitig ja wohl auch mittelbar eingesetzt durch
mittelbare Finanzierungen, zumindest bei einigen Landesregierungen, ist es ja offenkundig geworden, dass man die Antifa auch materiell unterstützt, zumindest Teilnehmer dieser Gruppierungen. Das sagt viel und es sagt, an welcher Stelle wir in unserem Land mittlerweile stehen. Magst du vielleicht noch mal auf dein Verhältnis zum Faschismus, zum Nationalsozialismus eingehen? Ich weiß, dass du auch regelmäßig der Opfer, der über 6 Millionen Opfer des Holocaust gedenkst, dass du eine israelische Fahne in deinem Büro hast. Vielleicht können wir es an der Stelle noch mal mitteilen, wie da dein Bezug ist. Mein Bezug dazu ist, wer sich am Volk Israel vergreift, überschreitet eine Schwelle, die immer zum Verderben führen muss. Das sagt die Schrift, die Bibel. Und das ist leider vom deutschen Boden aus geschehen. Und an der Stelle nehme ich klar Position, weil ich Christ bin, aber auch weil ich Patriot bin, weil ich möchte, dass es meinem Vaterland gut geht. Und deswegen denke ich, müssen wir uns anders positionieren. Anders auch als manche aus dem sogenannten patriotischen Lager dies zu verstehen geben. Ich habe kein Verständnis für diese zum Teil unverhohlen geäußerte Judenfeindlichkeit und Israelfeindlichkeit. Ich lehne sie ab, ich bekämpfe sie, weil ich sie für zutiefst schädlich erachte, weil sie im Kontrast zu Gottes Wort steht. Und deswegen kann ich da nicht mithalten und will ich nicht mithalten. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht, dass es den Kindern meiner deutschen Geschwister gut geht und all denen, die hier in Deutschland leben und sich hier integriert haben oder integrieren wollen, denen soll es gut gehen, muss es gut gehen. Und dafür kämpfe ich und ringe ich und nehme auch Position. Und auch wenn diese Positionen manchen eben nicht behagen, ich nehme sie trotzdem. Gut, weil vorhin ist auf der Straße auch das Wort Antisemit in unsere Richtung gefallen. Jetzt hast du dich da deutlich positioniert. Deutlicher kann man sie eigentlich nicht positionieren. Und das ist ja auch keine neue Position, sondern da bist du ja, da bist du ja stetig in dieser Position. Also das ist überhaupt nichts Neues. Das ist eigentlich bei mir Standard. Und wer das sagt, dokumentiert damit seine eigene Dummheit oder seine eigene Ignoranz, seine Unkenntnis über Sachverhalte. Der hat sich mit meiner Person noch nie beschäftigt. Und das Ganze ist ja auch relevant, mit dir einen Demo-Bericht zu machen. Nicht nur, weil die Versammlung zeitgeschichtlich relevant ist, sondern auch du als Person. Du bist Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg seit fast nunmehr 5 Jahren. Und damit bist du auch eine Person der Zeitgeschichte, eine absolute Person der Zeitgeschichte. Und wie die Menschen auch auf dich reagieren und was du auf einer so großen Versammlung machst, ist als etwas zu qualifizieren, das die Öffentlichkeit wesentlich angeht. Ja. Das betone ich deshalb, weil es dieses Video damit eine journalistische und zeitgeschichtliche Relevanz bekommt. Das sage ich auch im Hinblick auf etwaige rechtliche Schritte, die folgen könnten. Ja, es werden immer wieder Videos entfernt. Ach so. Von dem Plattformbetreiber Google. Ja, genau. Also das zeigt natürlich auch, wo Google steht. Und das zeigt, sollte tatsächlich das Recht wieder einkehren, was dann auf Google zukommen müsste und auf ähnliche Betreiber. Ich bin der Auffassung, jeder, der hier das Recht beugt und das Recht bricht, muss dafür sanktioniert werden. Denn ein friedliches Zusammenleben hat zur Grundlage das Recht. Wenn das Recht nicht mehr gilt, dann ist sowieso alles verloren. Dann gibt es kein geordnetes Zusammenleben mehr. Deswegen spricht ja auch Jesus regelmäßig oder eigentlich schwerpunktmäßig von der Gerechtigkeit. Ja, und das ist ein zentraler biblischer Begriff, ohne den auch so etwas wie Friede nicht möglich ist. Ja, du genießt ja jetzt noch die Immunität als Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Möchtest du dich zu Befürchtungen äußern, die an die Zeit nach der Immunität anknüpfen könnten? Ja, ich rechne mit dem Rachebedürfnis der Regierung. So wie es aussieht, wird ja Grün-Schwarz weitermachen
Möglicherweise wird uns auch der unselige Innenminister Strobel erhalten bleiben. Er hat ja die Unterdrückungspolitik maßgeblich mitbestimmt. Er hat sich ja damit den Grünen gleichgemacht, wobei die CDU und die Grüne Partei trennt ja eigentlich fast nichts mehr. Es sind ja nur noch Marginalien. Super. Die hier eine Rolle spielen. Und ich rechne damit, dass hier das aufgrund meines Auftretens im Parlament, wo ich ja den Regierenden, aber auch den Blockparteien insgesamt die Leviten gelesen habe, dass man hier sich rächen will. Und wenn die Immunität rum ist, dann wird möglicherweise allerlei auf mich kommen, Hausdurchsuchungen, damit rechne ich, und Anzeigen und so weiter und so fort. Ich denke, dass hier eine Skrupellosigkeit auch an der Stelle vorliegt. Warum denn auch nicht, wenn man ohnehin Menschenleben beliebig riskiert durch Scheinimpfungen, durch diese ganzen Lockdown- und Corona-Maßnahmen Menschenleben einfach aufs Spiel setzt, Existenzen aufs Spiel setzt. Das zeugt ja schon von der Skrupellosigkeit, die grundsätzlich besteht. Und warum sollte ich davon verschont bleiben? Genau, zum Thema Impfen kann ich nur noch mal wiederholen, das können wir jetzt auch an der Stelle unkommentiert lassen, dass laut Studien es eine Wirksamkeit gibt, die die Schwere des Krankheitsverlaufs bei Covid-19 mindern soll. Und zwar deutlich, 95%, wird behauptet in diesen Berichten. Also die Wirksamkeit der BioNTech-Impfung sei extrem hoch, deutlich über 90%, so wird behauptet. Und die Nebenwirkungsquote extrem niedrig, so wird behauptet. Ganz anders als bei AstraZeneca, der jetzt ja umbenannt wurde, der Impfstoff. Wie heißt er jetzt nochmal? Aus Reiter wird Twix oder so ähnlich. Der Twix-Impfstoff von AstraZeneca, der ist ja etwas gefährlicher, aber wie eine... Heißt es, aber das wäre... Eine Radiokommentatorin oder im Fernsehen sagt ja, Mensch, jetzt kennen wir, was regen wir uns über die paar Sinusvenenthrombosen auf, die paar. Und wenn wir es dann vergleichen, wie viele dann doch an Corona verstorben seien, das sei ja in keiner Relation zueinander. Und da soll man doch nicht so viel Aufhebens machen über so ein paar Sinusvenenthrombosen, auch wenn sie tödlich verlaufen. Ja, so kann man es interpretieren. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber BioNTech, über 90%ige Wirksamkeit. Ich empfehle jedem, der hier den Stream anguckt, das mal nachzulesen. Die Studie ist im New England Journal, glaube ich, erschienen. Auf Medicine ist auch frei. Und da gibt es so bei Boris Reitschuster einen guten Artikel dazu. Lass uns hier geradeaus weitergehen. Er muss ganz kurze Pause. Wollen wir in die Sonne gehen? Da ist das Licht ein bisschen besser. Ja, du bist ja Humanmediziner und durchaus qualifiziert, dich zu medizinischen Themen zu äußern, wobei du ja hauptsächlich Onkologe bist in deiner Facharztausbildung. Das ist ja immer noch der Dokumentarist. Heinrich. Jetzt freut er sich. Er hat Beute gemacht. Eine Fotobeute, eine Filmbeute. Er hat diesen blöden Ficht, und den hat er endlich mal gepackt und gefunden. Noch während seiner Zeit als Abgeordneter. Dürfte ich nach dir auch mal? Kannst du dann die Kamera halten?